aktuelle Situation im Rettberg ist so, wenn es jetzt nicht sofort aufhört zu regnen, dann gehen wir direkt in eine riesige Katastrophe. Der Mehltaubpilz ist da, der Druck ist hoch und wenn es jetzt nicht sofort aufhört zu regnen, dann... Hallo und guten Morgen miteinander zu einem neuen Video. Hey, es sieht immer noch so aus. Die ganze Zeit, die ganze Woche immer noch so. Das Wetter so mies. Und es ist schon 11 Uhr. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich bin ein bisschen am Tablet herumgehangen, ein bisschen gesurft, geschneugt und man kann auch nichts machen und ich weiß auch gar nicht, was ich heute so machen soll. Es ist, wir schauen, was wir so machen heute. Die aktuelle Situation im Rettberg ist so, wenn es jetzt nicht sofort aufhört zu regnen, dann gehen wir direkt in eine riesige Katastrophe. Der Mehltaubpilz ist da, der Druck ist hoch und wenn es jetzt nicht sofort aufhört zu regnen, dann... Schutzbrille weg, muss noch ein bisschen Hecken schneiden. Ein Beispiel hier. Ganz starke Pilzdruck, er ist da. Aber ich muss sagen, diese Anlage hier, der Naturwuchs, ist nicht schlecht. Sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Sind auch die Trauben sind gesund. Wenn man hier hineinschaut, macht schon Freude. Aber dieses ewige Regen, diese ewige Feuchtigkeit, die geht mir langsam auf den Sack. Und das hier, diese drei Reihen, 1, 2, 3, muss ich sagen, hey, die habe ich mit Komposttee behandelt. Komposttee und Pflanzenstärkungsmittel wie Weiderinde, Ackerschachtelhalm und Schafsgarbenköpfe. Und ich muss sagen, hey, es sieht echt gut aus. Klar, es hat schon ein paar Infektionen gegeben hier, aber die sind abgestoppt. Die sind, ich muss sagen, echt positiv überrascht. Ich meine, das ist nur mit Komposttee und Pflanzenstärkungsmittel. Auch hier hat es wieder ein paar, eine infizierte Traube. Ist absolut nicht schlimm und ich bin echt motiviert, wie das hier aussieht. Sieht doch cool aus. Also, das ist kein Totalausfall, kein Totalschaden. Irgendwie funktioniert es. Aber ich möchte das später anschauen mit euch. Ich kann jetzt eigentlich das Thema ist jetzt hier ein bisschen die Hecken zu pflegen, das ist die einen. Und weiter vorne habe ich noch die andere Hecke. Dort hat es ein bisschen Unkräuter, also die Ackerwinde. Die muss wegschneiden. Und das machen wir heute. Und Schutzbrille nicht vergessen. Mein neuer Elektrosurli. Habe jetzt so ein Elektro-Dings genommen. Ich denke, es ist einfach. Muss ich nicht immer mit dem Benzin rumschlagen. So, jedenfalls hier, da sind wir noch auch in der Riesing-Silvaner Naturwuchsanlage. Sieht
wunderbar aus. Also Pilzdruck ist absolut keiner zu sehen. Es ist auch alles schön hier, also praktisch keine Mehltau-Dinge. Hier mal so ein abgestorbenes, totes Ding, aber wenn ich so reinschaue, es bringt schon viel, diese, wenn es mager ist und nicht so extrem wüchsig ist, dann hat man auch keine Pilze. So, was ich jetzt noch rausschneiden möchte, all diese schönen pinkige, violette Köpfe, die kommen weg. Das ist die Ackerkratzdistel, genau so heißt das Ding. Schmetterlinge lieben sie, die Bauern hassen sie. Und ja, damit das sich nicht unendlich verbreitet hier, schneide ich die einfach schnell weg, damit sie sich nicht so verbreitet. Ja, und das ist die Hecke, die haben wir letztes Jahr gepflanzt. Drei Reihen, so Büsche hier. Und Dornerdingens und ja, die Hecke, die wächst. Und hacke ich mal das Dingszeug hier raus. Dann stelle ich euch hier hin auf diese schöne Rebholz-Ding. So. Beeren. Fein. Vogelbeeren. Aber nicht für mich, das sind für die Vögel. Hat schon Futter für die Tiere. Es braucht schon noch ein paar Jahre, bis die Hecke hier so wow, richtig groß wird. Und auch ja, so ein bisschen Struktur gibt hier, aber. Ja, man fängt immer ein bisschen klein an. So, au! Oh! Diese Dornerdinge voll in den Arsch gepiekst. Ah, Steinhaufen liegen hier auch überall rum. Kann ich gar nicht mehr richtig arbeiten. Ach, au! Schon so. Das Wetter ist immer noch. Es wird jetzt morgen besser, glaube ich. Oder übermorgen. Am Mittelbericht kann ich mich eh nicht mehr trauen. Ups. Und ja, wir warten tatsächlich und effektiv warten wir auf ein bisschen Sonne, ein bisschen Wärme. Es ist noch so ein Sommer, was einfach schön ist, wo man raussitzen kann am Abend. Ein bisschen Apero trinken. Momentan ist Katastrophe. Katastrophenwetter. Ja, mal schauen, was wir heute noch machen. Es ist ein bisschen trocken. Also, es regnet gerade mal nicht. Mal schauen, was wir noch machen können. Mal schauen. Jo, habt ihr gesehen, der Sumpf, der hier durch den ganzen Rebberg läuft, ist ja unglaublich, alles nass und der Bach, der fließt hier herunter. Ich habe jetzt meine Batterie organisiert, das ist für den Zuckerdraht, für die Schafe, die sind auch schon wieder fleißig, die haben hier schon ein bisschen ausgelaubt.
Sieht nicht schlecht aus. Das haben nur die Schafe gemacht. Die sind jetzt fleißig und sie möchten jetzt schon wieder abhauen. Springen über den Hag. Die sehen das saftige Gras auf der anderen Seite. Und jetzt muss ich ein neuer Zugding installieren, damit sie wieder weitermachen. Jetzt müssen wir schauen, wie das aussieht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist jetzt etwa 10 Tage, 8 Reihen. Und jetzt sind sie immer fleißig am Blätter fressen. Jetzt geht es dann in die nächste Rebberg. Da oben muss ich noch fertig machen. Und jetzt glaube ich wirklich das. Oh, ganz rutschig hier. Das ist das, was ich heute machen muss. Den oberen Hag fertig machen. Ist halt, wenn man keinen Traktor kann fahren hier. Das nasse Weg, genau. Muss ich halt laufen. Mit der schweren Batterie. Also, Strom ist drauf. Dann testen wir mal, wie viel da überhaupt durchgeht. Nein, nichts. Was ist denn da wieder los? Wieso? Hä? Hey. 2,5. Mickrig. Ah, die Erdung. Die Erdung ist abgefallen. Da geht natürlich gar nichts. So, jetzt eine volle Erdung. Mal einschalten. Messen. Zack, 4. Das ist besser. Jetzt noch hier. So. Jetzt geht's. Homa! Ja, wie das genau geht mit dem Schafen, das gibt's auch einen extra Vlog, aber ich zeige nur mal schnell, was wir gemacht haben. Alle 8 Reihen habe ich so ein Dings gespannt mit 3 solchen Dingen quer durch den Rebberg. Und so sieht's aus. Ich habe das wunderbar gemacht. Wunderbar. Und dann auch hier sieht man, Welt aus da. Hier ist die Terrasse. Und auch hier oben habe ich die meisten Infektionen. So, mal schauen, was hinten ist. Denn die wollten schon wieder ausbrechen, die Schafe. Und dass sie abhauen, muss ich schnell schauen. Alles nass. Furchtbar. Jetzt darf wirklich schon mal wieder irgendwann einmal darf die Sonne scheinen. Es ist wirklich furchtbar mit dem Wetter. Furchtbar. Ja? Da unten sind sie. Unsere leistungsstarken Auslaufmaschinen. 2,5. Was ist das? Kilovolt. Sollte, glaube ich, reichen. Chef? Hallo? Oh, die ist schwanger. Ja, da sind mehrere. Mehrere schwanger sind. Piska! Babeli ist wieder am Start. Ja. Dein Kommentar zum Wetter. Zum Wetter? Zum aktuellen Wetter. Es ist Wetter und was möchte man mehr dazu sagen? Nein, ist eine Katastrophe, ist einfach mühsam. Scheiß Wetter. Ja, man kann es nicht anders sagen. Ja, ist einfach das hier. Schaut, zwischendurch gibt es noch das hier. Scheiße, echter Meltdown.
Also ich muss mich nochmals korrigieren. Biska gesagt, ich habe anscheinend echten Mehltau gesagt. Das stimmt nicht, es ist der falsche Mehltau. Einfach, dass ganz klar ist, der falsche Mehltau. Der echte Mehltau, für den ist es viel, viel, viel zu nass. So, also, weiter geht's. Echter Mehltau auf den Trauben. Das ist richtig doof. Und darum soll es wirklich wieder mal die Sonne schauen. So, also ich denke, ich mache fertig für heute. Es bringt nichts. Schaut mal, das Wetter ist immer noch so. Naja, es wird besser. Und morgen soll es auch besser werden. Haben Sie gesagt. Schön Wetter, haben Sie gesagt. Es macht Spass draußen, haben Sie gesagt. So, also, ich wollte euch noch ein bisschen etwas über den Kompost-Thema zeigen. Ich gehe Ihnen schon ein bisschen Kompost-Tee neu ansetzen, aber das habt ihr auch schon gesehen. Ich denke, für heute machen wir Schluss. Biska, machen wir Schluss. Ja. Tschüss. Also, wir wünschen euch einen schönen Abend und macht es gut. Tschüss. Tschüss. Das heißt ja Tschüss. Tschüss, tschüss. So, nochmals. Tschüss, adios. Nein.